Guten Abend, liebe Bocholterinnen und Bocholter, zu unserem Wohnzimmerblog, der diesmal, wie Sie sehen, aus der Aula der Gesamtschule kommt. Wir waren nämlich bei der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses, der jetzt nach langer Corona-Pause auch mal wieder getagt hat. Und es waren auch einige sehr interessante Tagesordnungspunkte dabei. Die wichtigste Nachricht vorweg: Wir kriegen wahrscheinlich ein Autokino. Das Stadtmarketing arbeitet wohl gerade daran, auf dem Berliner Platz so ein Autokino zu errichten. Das hatte die FDP beantragt und das scheint sich jetzt auch wohl durchzusetzen. Wie das genau noch läuft, muss noch bekannt gegeben werden. Das war auch eher dann so eine Randnotiz der ganzen Sitzung. Aber immerhin ist was in Planung. Was stand noch auf der Tagesordnung? Ja, der Sachstandsbericht Corona-Krise. Dort hat der Krisenstabsleiter Thomas Waschki nochmal berichtet und festgestellt, dass die Zahlen eben sehr rückläufig sind. Wir haben heute auch schon darüber berichtet. Die Kreiskrankeneinrichtung an der Adenauerallee ist schon geschlossen worden. Es stehen genügend auf freie Plätze in den Krankenhäusern zur Verfügung und ich glaube, die Zahlen liegen im Moment bei 24 Infizierten. Man geht aber allerdings davon aus, dass jetzt die Lockdown-Öffnung oder eben auch die Lockerungen im System dazu führen, dass die Zahlen wieder etwas steigen werden. Man muss das einfach mal abwarten. Ja, die von der SPD beantragte Unterstützung der Bocholter Tafel in Höhe von 10.000 Euro ist jetzt erstmal zurückgestellt worden. Die Stadtverwaltung hat mitgeteilt, dass die Tafel wohl mit den Spenden, die sie jetzt erhalten hat, in Höhe von 30.000 Euro von Bocholter Firmen zurechtkommt bis zum 15. Mai. Am 15. Mai soll dann oder auch sogar noch früher, Anfang Mai, soll dann die Tafel auch wieder eröffnet werden. Und die 10.000 Euro, so war ungefähr die Sprache, würden gar nicht gebraucht. Aber man will jetzt mal bis zur Ratssitzung abwarten Mitte Mai, um dann nochmal zu sehen, wie es da ausgeht. Und ob das Geld vielleicht doch noch benötigt wird und dann will man es eventuell doch noch bereitstellen. Ja, als Sofortmaßnahme sollen jetzt den Vereinen 100.000 Euro zur Verfügung gestellt werden. Das hatte die CDU beantragt, und zwar den Vereinen, die nicht von anderen Förderprogrammen profitieren. Dann wurde noch diskutiert über die Voraussetzungen zur Wiedereröffnung an Bocholter Schulen. Und auch ganz interessant, die SPD hatte nochmal nachgefragt, wie es denn aussieht, ob denn das Modell Homeoffice, wie es jetzt in der Stadtverwaltung auch betrieben wird, nicht denn auch ein Regelmodell werden könnte, sodass man Platz sparen könnte, eventuell auf ein viertes Obergeschoss im Rathaus oder im neuen Rathaus, im dann sanierten Rathaus verzichten könnte. Da haben auch nochmal der erste Stadtrat Thomas Waschki und Stadtbaurat Daniel Zöhler zu Stellung genommen, und es sieht wohl so aus, dass das ganz gut geklappt hat mit dem Homeoffice, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung damit auch zufrieden sind und dass man sich auch vorstellen kann, das demnächst verstärkt zu machen. Aber wie genau das ablaufen soll und ob das auch wirklich dann ein Regelmodell werden kann, das muss noch geprüft werden. Dazu sind eigentlich Workshops vorgesehen, aber die kann man halt im Moment wegen der Corona-Krise gar nicht durchführen, weil sich die Menschen gar nicht treffen können. Dann gab es zum Schluss noch eine Anfrage der Sozialen Liste. Frau Sauer hat nachgefragt, warum denn nicht so wie in Rede zum Beispiel in Bocholt Masken verteilt werden könnten von Seiten der Stadt bzw. der Stadtverwaltung, warum hier darauf verzichtet wurde. Und da hat der Krisenstabsleiter Thomas Waschke ganz klar gesagt, man müsse auch mal auf die Eigenverantwortung und der Menschen setzen und jeder könnte sich selbst eine Maske entsprechend besorgen. Tja, dann noch zum Thema Corona-Exit. Auch da wollte die Soziale Liste wissen, wie es denn jetzt weitergeht mit den Lockerungen, wie man eventuell aus der Corona-Krise rauskommt. Und da hat die Verwaltung auch völlig zu Recht gesagt, das ist ja natürlich auch erstmal Bundesangelegenheit. Da muss die Bundesregierung erstmal Vorgaben machen und dann könne man sehen, wie es weitergeht.
Ja, das war es aus der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses. Mehr darüber werden wir morgen berichten nochmal in schriftlicher Form oder auch in Foto, im Bild und in Begleitung, so wie Sie das von uns gewohnt sind. Aber ich glaube, das gibt jetzt erstmal einen ganz guten Überblick. In dem Sinne einen schönen Abend, bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.